Boden ist für uns in der Landwirtschaft von eminenter Bedeutung. Er ist nämlich die Produktionsgrundlage. Er ist aber daneben auch noch in vielfältigen anderen Funktionen wichtig. Er ist Speicher, er ist Filter, er stellt Nährstoffe zur Verfügung. Das heißt, es ist ein ganz, ganz wichtiger und zentraler Punkt bei uns in der Landwirtschaft. Aber woraus besteht jetzt so ein Boden? Der Boden besteht auf der einen Seite aus mineralischen Anteilen, Sand, Schluff, Tonminerale und auf der anderen Seite auch aus organischen Substanzen. Diese organischen Substanzen, das sind Reste von Lebewesen. Das können Pflanzen sein, das können Tiere sein, das können auch Mikroorganismen sein. Und diese Überreste von den organischen Lebewesen, die werden im Boden umgebaut, abgebaut und resultieren dann im Endeffekt in einer Substanz, die wir als Humus bezeichnen. Dieser Humus ist sehr, sehr wichtig, der besteht ungefähr zu 50% aus Kohlenstoff und seine Hauptaufgabe besteht auch darin, mit den anderen Bestandteilen des Bodens Aggregate zu bilden. Das sind kleine Einheiten, die sehr stabil sein können, zusammen mit den Pflanzenwurzeln, mit den mineralischen Bestandteilen, aber auch mit lebenden Bestandteilen wie den Mikroorganismen oder den Pilzhyphen, die wir im Boden haben. Und eine optimale Aggregatstruktur im Boden führt dazu, dass der Boden auf der einen Seite sehr gut Wasser speichern kann, fast wie ein Schwamm kann man sich das vorstellen, auf der anderen Seite aber auch sehr gut Luft zu den Wurzeln transportieren kann. Darüber hinaus ist der Humus aber auch für die Nährstoffversorgung ganz wichtig. Auf der einen Seite können die Nährstoffe im Humus gespeichert werden, auf der anderen Seite werden sie aber natürlich auch freigesetzt. Das ist einerseits wichtig für die Pflanzen, die diese Nährstoffe aufnehmen können, andererseits aber auch für die Mikroorganismen des Bodens, die genauso diese Nährstoffe benötigen. Was kann man jetzt aber eigentlich tun, um den Humusgehalt im Boden konstant zu halten oder vielleicht sogar zu erhöhen? Ein wichtiger Punkt dabei ist zum Beispiel die richtige Fruchtfolge. Denn hier kommt es zu einem sehr, sehr engen Wechselspiel zwischen den Pflanzen und den Mikroorganismen. Die Pflanzen sind nämlich selbst in der Lage, sozusagen die Mikroorganismen in ihrem Wurzelbereich anzufüttern, indem sie Kohlenstoff abgeben und dieser Kohlenstoff dann von den Mikroorganismen verwendet wird. Diese sogenannte mikrobielle Kohlenstoffpumpe ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, der dazu führt, dass der Humus im Boden angereichert wird oder auch stabilisiert werden kann. Und wie das funktioniert, das können wir uns kurz ansehen. Ja, wir sind heute im Waldviertel beim Betrieb von Franz Winkelhofer. Das ist ein gemischter Betrieb, Ackerbau und Viehzucht und beschäftigt sich eben schon seit vielen, vielen Jahren sehr intensiv mit Fragen der Bodenfruchtbarkeit und der Verbesserung und damit natürlich auch mit dem Humus. Also die Hauptkultur, die stehen bleibt, ist an sich Raps. Begleitsarten haben wir begonnen, an sich zuerst mit Leguminosen in die ersten Jahre, mit dem Gedanken, dass wir halt Stickstoff sammeln für den Raps dann im Frühjahr. Inzwischen haben wir da aber diverse Mischungen drinnen, mit Öllein auch und Mungo und auch Buchweizen und anderen Kulturen. Und der Hauptaspekt, der für mich da entscheidend ist, ist, dass das wie eine Zwischenfrucht an sich ist im Herbst und ich damit in der Fruchtfolge einmal öfter eine Zwischenfrucht, eine diverse Mischung am Feld stehen habe. Und da geht es mir vorrangig darum, dass wir heute halt das Bodenleben füttern über die Wurzelexudate der Pflanzen, weil eben das Bodenleben letztendlich die Aggregate im Boden macht. Also das ist mein Bodenbearbeitungsgerät zum Pflanzen. Wir sind jetzt auf einem ganz typischen Begrünungsfeld von uns. Das heißt, wenn wir meistens noch Getreide geerntet haben, kommt möglichst schnell eine Zwischenfrucht aufs Feld. Möglichst schnell heißt manchmal Direktsaat, manchmal ist dann auch ein Bodenbearbeitungsgang dazwischen. Aber wir schauen eben, dass wir die Fläche möglichst in kürzester Zeit wieder grün haben. Weil gerade im Sommer die Sonne halt große Hitze auch im Boden verursacht und Hitze als Kompostierer weiß ich das sehr gut, tötet Bodenleben oder allgemein Mikrobakterien ab. Und wenn ich da eine Begrünung habe, einen grünen Bewuchs habe, dann ist das wie eine Sonnencreme. Gleichzeitig hat das aber auch den Effekt, wenn dann ein Niederschlag kommt, ein Regenereignis, dass eben diese Pflanzen die Regentropfen abbremsen und die dann nur langsam auf den Boden aufkommen bzw. teilweise von der Pflanze halt umgeleitet werden. Und dadurch kann der Boden das Wasser viel besser aufnehmen und es kommt oberflächlich nicht zu Verschlemmungen.
Um den Humusgehalt des Bodens zu stabilisieren oder zu erhöhen, sind natürlich viele Maßnahmen möglich. Dazu zählen zum Beispiel die Direktsaat oder die Mulchsaat. Dadurch wird einerseits der Boden durch eine Bodenbearbeitung nicht gestört. Und diese Art der Maßnahmen, die können wir uns gleich einmal in der Praxis ansehen. Wir sind heute im nördlichen Mostviertel, im Dunkelsteiner Wald. Ein sehr spannendes und interessantes Gebiet von den Böden her. Leichte Böden, in Teilen auch sehr, sehr lehmige, schwere Böden. Und was hier auch auffällt, ist die Kupierung des Geländes. Das heißt, es besteht hier relativ großes Risiko, dass es zu Erosionserscheinungen kommt. Mein Name ist Johannes Zauner, ich bin 30 Jahre alt, Landwirt und Berater und komme aus Umbach im Dunkelsteiner Wald. Wir haben da einen Betrieb mit reinem Ockerbau im Nebenerwerb. Wir sind ein bisschen anders als die anderen hier in der Umgebung, weil wir eben seit über 20 Jahren jetzt pfluglos arbeiten, also den Pflug nicht mehr einsetzen. Der Grund dafür war einfach das, dass Ende der 90er mein Vater einfach gemerkt hat, dass für die Bodenbearbeitung oder generell für das Bereiten des Saatbetts immer mehr Energie aufgewendet werden musste und haben eben sukzessive über die Jahre jetzt die Bearbeitungstiefe immer weiter reduziert, aber wir arbeiten halt immer weiterhin in Richtung Direktsaat, weil eben das Ziel sein sollte, permanente Bodenbedeckung, der Boden so möglichst wenig stören. Wir sehen heute Sojabohnen in einer winterharten Zwischenfrucht. Die Zwischenfrucht besteht aus einem Gemenge aus Grünschnittrocken und aus Winterrübse. Das sind Kulturen, die man nach Körnermais noch anbauen kann und die dann auch noch einen schönen Bestand entwickeln, wie man hier sieht. Also der Boden ist schön bedeckt mit grünen Pflanzen. Und vor allem, weil die jetzt noch Photosynthese betreiben, pumpen die noch immer Kohlenstoff in den Boden und bauen mehr Humus auf und machen wir den Boden sehr schön krümelig. Vor allem, wie man an den Rockenwurzeln hier sieht, die sind schön mit Erde angehangen. Also die sind voll im Saft, sind voll aktiv. Und die machen mir eben die Krümeligkeit und die Rübse macht mir einfach noch Diversität rein. Beziehungsweise, wie man hier sieht, die hat eine schöne gerade Pfahlwurzel. Also die wurzelt schön auch ein bisschen tiefer in den Boden. Und diese Pflanzen bereiten den Boden sehr gut vor für die Sojabohne. Und so krümelig wie der Boden ist, brauche ich keine Bodenbearbeitung machen. Also ich kann direkt da reinsehen. Wir haben hier eine Einscheiben-Schar-Drillmaschine, eine Direktsaat-Drille. Hier sieht man die Schneidscheibe und hier sieht man eben das Seeschar. Und das Seeschar macht einen Keil und da über die Schläuche kommt hinten das Saatgut rein und wird dann mittels dieser Andruckrolle oder Schließerrolle wieder, wird der Seeschlitz wieder verschlossen und rückverdichtet, dass das Saatkorn eben einen guten Bodenschluss hat. Zusätzlich hat man dann noch diese Walkgummiräder, auf denen eben das, die Tiefe eingestellt wird, wie tief eben dieses Seeschar und die Scheibe in den Boden geht. Weil wenn man zum Beispiel wie hier, wo der Boden etwas locker ist, weil eben das vor dem Zwischenfruchtanbau eine Bodenbearbeitung passiert ist, hier sieht man auch noch vom Körnermais die Reste, ist der Boden etwas lockerer, deswegen muss ich die Maschine auch flacher einstellen, weil der Boden nicht genug Widerstand bietet, damit man richtig schön hineinschneiden kann. Von dem her haben wir hier flach eingestellt. Wäre der Boden schon länger in Direktsaat und dementsprechend am Oberboden fester, müsste man die Sämaschine natürlich etwas tiefer einstellen, damit die Scheibe mehr durchschneiden kann. Also dieser Bestand wurde in Mulchsaat angelegt. Wir haben dazu im Herbst nach dem Körnermais eine Bodenbearbeitung gemacht mit einem Grupper und haben im zweiten Arbeitsgang mit einem flacheren Bodenbearbeitungsgerät, mit einem Seekasten, dann diese Zwischenfrucht ausgebracht, eben im Mulchsaat. Man sieht ja super noch die Reste des Maisstrohs, die eben am Acker verblieben sind als Mulchschicht. Zusätzlich dann eben in der Sojabohne bleibt eben diese Zwischenfrucht auch als Mulchschicht erhalten und bedeckt mir so den Boden und schützt ihn vor Erosion bzw. auch vor Austrocknung. Und hier sind wir genau an der Grenze zwischen zwei unterschiedlichen Systemen. Auf der einen Seite haben wir einen unbedeckten Boden, der natürlich jetzt im Frühjahr auch relativ stark austrocknet. Zwar erst von der Oberfläche beginnend, aber man sieht es schon deutlich durch diese beginnenden Schrumpfungsrisse. Und auf der anderen Seite die winterharte Begrünung, die in Mulchsaat gesät wurde, wo der Boden immer bedeckt war. Und hier ist durch die permanente Bodenbedeckung eine völlig andere Situation. Das heißt, der Boden ist bei Weitem nicht so gestresst wie im Falle einer fehlenden Bodenbedeckung. Man kann das auch sehr schön an der Struktur des Bodens selber erkennen, der richtig krümelig zerfällt in der Hand.
die Tendenz, dass hier das Wasser viel, viel besser gehalten wird, weil die Tautropfen in der Früh kondensieren und dann auch an der Pflanze runterlaufen können in den Boden hinein. Das heißt, auch in Zeiten, in denen eigentlich kein Niederschlag fällt, kann man durch diese permanente Pflanzenbedenkung einen Feuchtigkeitseintrag in den Boden erreichen. Abgesehen davon, dass dieser Acker einen wesentlich höheren Humusgehalt aufzuweisen hat wie dieser hier, das ist schon sehr, sehr auffällig und natürlich sehr bezeichnend für diese unterschiedlichen Herangehensweisen. Was geschieht aber jetzt, wenn der Boden wirklich immer bedeckt ist, also im Grünland? Und dafür machen wir jetzt einen Ausflug ins Enztal zu den Expertinnen und Experten der HBLFA in Raumberg-Gumpenstein, die genau für diesen Bereich spezialisiert sind. Mein Name ist Daniela Fockenhuber und ich arbeite an der HBLFA Raumberg-Gumpenstein. Ich befinde mich heute auf den Trautenfelser Naturschutzwiesen in der Steiermark im Enztal. Wir schauen uns heute den Humus im Grünland an. Der Humusgehalt in den oberen 10 cm ist meist höher als 6% und somit deutlich höher als auf Ackerböden. Grünlandböden haben eine hohe Wurzelmasse und einen raschen Umsatz. Dieser Boden ist durch Grundwasser beeinflusst und daher sieht man diese Rostflecken. Hier sind die Böden sehr feucht und daher gibt es einen sehr hohen Humusgehalt. Bei mittlerer Wirtschaftsintensität bei 2 bis 4 Nutzungen pro Jahr ist der Humusgehalt am höchsten. Durch Düngung mit Mist kann der Humusgehalt im Boden erhöht werden. Nicht die Humusmenge ist entscheidend, sondern die Geschwindigkeit des Umsatzes. Durch eine sachgerechte Düngung mit Gülle oder Mist wird der Humusumsatz beschleunigt. Das Besondere an Dauergrünlandböden ist, dass sie sehr viel Kohlenstoff speichern. Es können aber natürlich auch zusätzliche Kohlenstoffquellen auf den Boden ausgebracht werden. Im einfachsten Fall sind das die Ernterückstände der Kultur, die schlicht und ergreifend am Feld bleiben und dann eingearbeitet werden. Eine zweite Möglichkeit besteht im Einsatz von Kompost. Eine weitere Möglichkeit wäre zum Beispiel auch die Anwendung von Biokohle, also pyrolysierter organischer Substanz, wobei dieses Material eigentlich fast zu wertvoll ist, um es direkt auf den Boden aufzubringen. Das Material ist eher dafür gedacht, dass man es zusätzlich bei bestimmten Prozessen, so wie zum Beispiel in der Kompostierung, einsetzt, um damit diesen Prozess zu verbessern und insgesamt zu optimieren. Wir sind jetzt auf unserer Kompostanlage. Wir verarbeiten hier ungefähr ein Drittel der anfallenden Biotonne im Bezirk Horn zu einem wertvollen Dünger für unsere Flächen. Damit schließt man einen Kreislauf, der sonst offen bleiben würde. Wenn das in die Verbrennung geht, dann ist der Kohlenstoff natürlich weg. So kommt er wieder zurück auf die Ackerflächen, woraus dann in weiterer Folge dann wieder Produkte entstehen können, wieder Lebensmittel entstehen können. Mir ist aber wichtig zu sagen, dass Kompost für sich alleine, wenn man die Wirtschaftsweise nicht umstellt, keine Lösung in Sachen Humusaufbau sein kann. Es ist ein Hilfsmittel, das sehr gute Effekte hat, wenn man das komplette Betriebskonzept in Richtung Bodenaufbau umstellt. Alle diese Maßnahmen führen letztendlich dazu, dass der Humus im Boden entweder stabilisiert oder sogar angereichert werden kann. Wie kann ich jetzt aber feststellen, wie hoch der Humusgehalt meines Bodens ist? Die einfachste Möglichkeit ist direkt im Feld. Ich kann mir die Färbung des Bodens ansehen und man sieht hier zum Beispiel, dass die obersten Bereiche dunkler gefärbt sind und diese Farbe ist mit großer Wahrscheinlichkeit auf den Humusgehalt dieses Bodens zurückzuführen. Es gibt allerdings auch noch andere Substanzen im Boden, die den Boden färben, zum Beispiel Oxide. Auch das führt dazu, dass es zu so einer Farbschattierung hier kommt. Eine andere Möglichkeit besteht aber darin, dass man zum Beispiel über die Struktur des Bodens, die man im Rahmen von einer sogenannten Spatenprobe ermitteln kann, noch einen weiteren Hinweis darauf kriegt, ob der Humusgehalt im Boden jetzt optimal oder nicht ganz so gut ist. Und das können wir uns jetzt direkt mit Schülern gemeinsam in einer Schule ansehen. Wir sind heute in der HBLFA Wieselburg. Wir werden uns heute ein paar einfache Tests mit den Schülern gemeinsam anschauen, wie man vor Ort am Feld sehr gut erkennen kann, ob die Bodenfruchtbarkeit durch diese Humusanreicherung verbessert worden ist oder nicht. Ja, wir sind hier auf dem Versuchsfeld von Franziskus Josefinum. Wir haben hier einen Dauerversuch angelegt. Auf der rechten Seite sehen wir die pfluglose Variante, auf der linken Seite die Pflugvariante.
Und wir werden jetzt einfach schauen mit einer Spatendiagnose, ob man da Unterschiede in der Bodenfarbe erkennt. Wir machen eine Probe hier von der Gärtnerei, die ein sehr guter Boden ist. Und wir werden zusätzlich dann auch eine Verschlemmungsprobe nach Sekara machen, wo wir die Aggregatstabilität testen werden. Wir haben jetzt diese drei Proben, hier Pflugvariante, auf einer nassen Stelle ausgehoben, die pfluglose Variante und eine Spatenprobe aus der Gärtnerei. Was fällt euch von der Farbe auf? Die ist viel dunkler, die Gärtnerei, deutet worauf hin? Auf einen höheren Humusgehalt wahrscheinlich, genau. Aber was fällt euch nur auf von den drei Proben, wenn ihr es vergleicht miteinander? Die Gärtnerei krümmelt da schon, gell? Man merkt, der zerfällt schon, ist nicht ganz so tief ausgehoben, aber hat auch da unten noch schöne Krümel. Und darüber ist natürlich, das ist diese pfluglose Variante, das ist die Pflugvariante. Da sieht man hier einen Bruch in etwa vom Bearbeitungshorizont, 15 cm in etwa pfluglos bearbeitet. Hier ist zwar kein Bruch da, aber da unten sieht man eine gräuliche Schicht, was wird da so gräulich. Das deutet auf einen Staunässehorizont hin. Das heißt, das muss nicht unbedingt mit dem Pflug zusammenhängen, aber da haben wir eine Stelle erwischt, wo wirklich eine Staunässe ist. Man merkt es auch am Geruch dann, dass die ein bisschen ja, faul, nach Faulnis riecht und nicht so schön erdig wie von so einem Profil. Gut, wir zerlegen jetzt die Profile, dass man die natürliche Struktur besser erkennt. Das schaut da bei der Gärtnererde schon sehr vernünftig aus. Man sieht überall noch eigentlich ein biologisches Aufbaugefüge. Man sieht auch schon sehr schön unseren wichtigsten Helfer, den Regenwurm, oder wie nennen wir ihn noch? Lombricus terrestris, unseren großen Tauwurm. Dann schauen wir uns diese Variante an, ich tue es ein bisschen auflockern, um das Gefüge besser zu erkennen. Seht ihr da unten, auch selbst wenn ich es auflocker, wird das nicht so schön bröselig, weil unten ist einfach dichtere Lagerung. Also ist es normal, dass unten etwas bröckeliger wird. Man nennt es auch also Poledergefüge. Wenn man sich das anschaut, wenn es auseinanderbricht, das ist noch nicht kantig, nicht kein schlechtes Gefüge, sondern es bleibt wirklich rund, abgerundet. Es ist dann noch kein, man sieht dann auch da Regenwurmgänge drinnen. Und da schauen wir uns jetzt diesen Boden an, da sieht man natürlich, da unten bin ich schon sehr feucht. Ich habe da eine Dichtlagerungszone auch erwischt. Das ist kein optimales Gefüge, wo keine Sauerstoff mehr reinkommt. Gut, man sieht es da extrem, wie blau, gräulich das ist. Da kommt es eher zu Fäulnis, zu keiner Verrottung mehr. Da sieht man noch unzersetzte Pflanzenreste. Wenn man jetzt sich Pflanzenwurzeln noch anschauen. An der Pflanzenwurzel erkennt man, ob sie die leicht tut im Boden oder nicht. Schauen wir sie da. Da ist jetzt eine Weizenpflanze drauf. Wie gesagt, in einem Entwicklungsstadium. Um drei Knotenstadium sind wir. Jetzt haben wir das da. Ja. Was ist da, wenn da viel Feinerde drauf bleibt? Was bedeutet das? Hohe Tonhumus. Ist ein Tonhumuskomplexe da? Ist es eine Lebendverbauung da? Die Pflanzenwurzel macht eine Lebendverbauung, die schaut, dass sie die Aggregate stabilisiert, dass da schöne, runde, stabile Aggregate sind. Man sieht hier, wie der Boden strukturiert wird, wie er gefestigt wird und vor was geschützt wird. Vor was wird er schützen? Vor der Erosion, genau. Also da sieht man, wie ein Büschelwurzelsystem den Boden perfekt stabilisieren kann. Schauen wir sie da an. Bei dieser Stelle haben wir eine Weizenreihe auch erwischt. Ja, man sieht jetzt da oben schon sogar im Oberboden, gell? Kantigeres Gefüge. Seht ihr es da? Also kantiges Gefüge der oberen Krumme ist ein ganz schlechtes Zeichen. So sollte es nicht sein. Das wäre ganz schlechtes Gefüge. Die Pflanzenwurzel, die Büschelwurzel können da zwar noch durch, aber sie tun sich natürlich bedeutend schwerer. Man sieht, die Wurzeln sind da in den obersten 2 cm in Wahrheit gefangen. Da das Gefüge wird zwar kleinstückeliger, aber trotzdem noch extrem kantig. Seht ihr es da? Und das ganz oben. Also das sollte nicht sein. Genau, der Humus hilft uns eben, das Gefüge zu stabilisieren. Ich habe es ja schon gesagt, wie nennt sie das? Tonhumuskomplex. Durch den Tonhumuskomplex. Was brauche ich da noch dazu? Um einen Tonhumuskomplex zu bilden, wer hält das zusammen? Wer ist der Kitt? Das Calcium, die Calciumbrückenbindung, genau. Gut, könnte man das auch jetzt feststellen, ob da Calcium drin ist oder nicht? Wie macht man das? Mit einer Kapsel. Na, mit einer
Mit einer verdünnten Salzsäure könnte man das feststellen. Gell? Schauen wir uns an, ob man da was sieht, ob da was aufbraust oder nicht. Man sieht es ganz, ganz wenig. Wenn man weiß, wie es ausschauen soll, sieht man da ganz, ganz wenig. Man sieht fast nichts aufbrausen. Das heißt, der Boden ist nicht kalkfrei, aber sehr geringen Kalkgehalt. Was würde das heißen, wenn wir jetzt immer wieder den über Jahre hinweg nicht kalken? Bodenversorgung. Was wird aufgebraucht? Welcher Puffer? Der Carbonatpuffer. Der Carbonatpuffer wird wieder aufgebraucht. Und da ist dann natürlich anzuraten, dass man da eine Aufkalkung, eine Erhaltungskalkung macht. Wir schauen uns dann an, die Gefügestabilität nach Sekera. Der hat da eine einfache Untersuchungsmethode entwickelt. Wir haben hier die Gefüge aufgelegt und werden dann die einfach mit einem destillierten Wasser umspülen. Und dann müssen wir ein paar Minuten warten und machen doch eine Schüttelprobe und schauen sie an, ob die stabil bleiben. Das wäre so halt ein stark Niederschlagsereignis, prallt auf das Gefüge ein und dann schauen wir uns an, wie sich das Gefüge verhält. Man sieht hier, wenn sie da so eine milchige oder eine braune Suppe bildet, das ist natürlich alles Ton, mineralische Substanz, die in Lösung geht, die ausgewaschen werden kann. Da sieht man das da bei dem Splittergefüge, das ist zwar sehr fein, aber das zerfließt komplett. Und das landet genau in den Bächen und Flüssen dann als Bodenerosion. Hier sieht man, dass die Krümel der Gärtnerei, des Gärtnereibodens, die bleiben stabil. Das geht auch in Lösung, aber bei weitem nicht so viel wie da. Und hier sieht man eigentlich das Wurmlosungsgefüge, sieht man stabile große Krümel, die dem Niederschlag standhalten und dann auch keine Trübung des Wassers eigentlich bewirken. Deswegen wollen wir stabile Tonhumuskomplexe haben, auf Basis von Wurmlosungsgefüge, auf Basis von Lebendverbauung, dass die der Erosion standhalten. Eine weitere Möglichkeit besteht natürlich auch darin, den Boden in einem Labor untersuchen zu lassen und dort den Humusgehalt feststellen zu lassen. Dabei ist es ganz besonders wichtig, eine sogenannte repräsentative Probenahme zu machen. Das heißt, man muss die Bodenproben so ziehen, dass sie für einen bestimmten Bereich, für ein bestimmtes Feldstück repräsentativ sind, weil natürlich der Gehalt auf einem Feldstück durchaus einer gewissen Schwankung unterliegen kann. Man kann das in der Zwischenzeit relativ gut machen, indem man GPS-gesteuert Proben zieht. Das heißt, man fährt immer wieder an die gleichen Stellen und nimmt immer an der gleichen Stelle die Bodenprobe und kann auf diese Art und Weise die Entwicklung des Humusgehalts sehr, sehr gut mitverfolgen. Die Analytik erfolgt dann im Labor mit einem sehr modernen System. Es wird dabei der Boden bei sehr hoher Temperatur, ungefähr bei 650 Grad, verbrannt. Das Kohlendioxid, das dabei entsteht, kann gemessen werden. Es steht in einem direkten Verhältnis zum Humusgehalt des Bodens. Und wie das gemacht wird, das können wir uns jetzt im Labor ansehen. So, wir sind hier in der AGES, im Bodenlabor der AGES, wo wir auf die Analyse von Bodenproben spezialisiert sind. Man kann natürlich auch, wenn man im Freiland ist, den Boden entsprechend ansprechen und den Humusgehalt abschätzen. Allerdings, die exakte Bestimmung kann nur im Labor erfolgen. Wir bekommen die Bodenproben hier im naturfeuchten Zustand angeliefert. Mit diesen Tassen werden sie getrocknet. Was man hier zum Beispiel schon erkennen kann, ist ein Farbunterschied zwischen den beiden Proben. Das heißt, hier wird sicherlich ein Unterschied im Humusgehalt sein, allerdings weiß ich noch nicht, wie groß der ist. Wenn diese Boden trocken sind, dann werden sie anschließend gesiebt, maschinell gesiebt, mit solchen Sieben auf 2 mm Korngröße. Sie sind also sehr fein, man kann das hier zum Beispiel erkennen. Diese Probe relativ dunkel gefärbt. Hier hätte ich eine andere Probe, eine zweite Probe, die deutlich heller gefärbt ist. Also wie gesagt, so wie im Feld kann ich hier auch schon erkennen, dass es einen Unterschied im Humusgehalt gibt, aber ich kann noch nicht sagen, in welcher Größenordnung sich dieser Unterschied bewegt. Für die Analytik wird zunächst ein kleiner Anteil des Bodens ganz präzise abgewogen, wird dann in spezielle Schiffchen eingefüllt. Und diese Schiffchen werden dann in den Verbrennungsofen eingeführt. Durch die Verbrennung des Bodens entsteht CO2 und diese Entstehung des CO2s kann man am Monitor sehr gut mitbeobachten.
Es entsteht ein Peak und die Höhe dieses Peaks bzw. die Fläche unterhalb dieses Peaks steht in einem direkten Zusammenhang zum Kohlenstoffgehalt des Bodens. Wir haben die Analysen der Böden nun abgeschlossen. Wir hatten auf der einen Seite diesen helleren Boden, wie man hier sehen kann, und auf der anderen Seite einen etwas dunkleren Boden, wo man eben schon rein optisch einen Unterschied erkennen konnte. Und in der Analytik hat sich gezeigt, dass dieser eine Boden, der hellere Boden, 1,86% Kohlenstoff enthält. Das entspricht einem Gehalt von 3,2% Humus. Und dieser dunklere Boden hat 2,5% Kohlenstoff. Das entspricht einem Humusgehalt von 4,3%. Sie liegen damit beide in einem recht guten Bereich und können damit sich sehr gut eignen, auch als landwirtschaftliche Böden. Neben der Untersuchung des Humusgehalts können natürlich auch noch andere Bodeneigenschaften, die für die landwirtschaftliche Produktion ganz, ganz wichtig sind, festgestellt werden. Dazu zählt zum Beispiel der pH-Wert oder auch der Gehalt an pflanzenverfügbaren Nährstoffen wie Kalium oder Phosphor oder Magnesium. Mit diesen Informationen können dann maßgeschneiderte Empfehlungen einerseits bezüglich der Düngung, aber andererseits auch bezüglich anderer Maßnahmen erstellt werden, sodass dann im Endeffekt eine optimale Umsetzung in der Praxis erfolgen kann. Wie sieht es jetzt aus mit dem Humusgehalt der Böden in Österreich? Man muss sagen, dass so bis zu Beginn der 90er Jahre die Humusgehalte eher gesunken sind, weil da sehr viele Maßnahmen oder Techniken in der Landwirtschaft üblich waren, die eher dazu beigetragen haben, dass der Humusgehalt abnimmt. Gott sei Dank sind wir seit damals wieder auf einem besseren Weg. Es gibt das österreichische Programm für die umweltgerechte Landwirtschaft, in dem sehr, sehr viele Maßnahmen gefördert werden, die auch dazu führen, dass der Humusgehalt im Boden sich wieder erholt. Dazu zählen eben zum Beispiel günstige Fruchtfolgen, eine reduzierte Bodenbearbeitung, ein sorgfältigerer Umgang mit dem gesamten Boden. Das heißt, wir können sagen, dass wir hier schon wieder auf einem relativ guten Weg sind. Man muss aber auch dazu sagen, dass der Humusgehalt nicht ins Unermessliche gesteigert werden kann. Es gibt für jeden Standort einen typischen Optimalbereich und es sollte das Ziel sein, in diesen Optimalbereich hineinzukommen. Zusammengefasst kann man sagen, dass wir in Österreich, was den Humusgehalt betrifft, eigentlich sehr gut unterwegs sind. Das CO2 aus der Luft kann gebunden werden. Das ist wichtig, um den Treibhausgaseffekt ein wenig zu reduzieren, ist aber für uns in der Landwirtschaft eigentlich gar nicht so sehr im Fokus. Für uns ist fast noch mehr im Fokus, wie die Bodenfruchtbarkeit durch diese Anreicherung des Humus im Boden verbessert werden kann. Im Endeffekt soll der Humus im Boden stabil sein und das können wir durch diese entsprechenden Maßnahmen in der Landwirtschaft sehr gut erreichen.